Hallo und herzlich willkommen bei Levelmeister. Mein Name ist Dave. Wir spielen heute ein nettes kleines Point-and-Click-Adventure und zwar The Wardrobe. Das Spiel gibt es schon seit einem halben Jahr auf dem Markt, allerdings habe ich es gerade erst entdeckt und begebe mich auch mit einem Point-and-Click-Adventure so ein bisschen auf Neuland. Ja, ist nicht so ganz mein Genre, aber ich fand das halt von den Screenshots bei Steam schon sehr witzig. Und lachen tue ich gern und deswegen wollte ich es mir mal ansehen und teile die Erfahrung dann gerne mit euch. So, genug gequatscht. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und lassen uns überraschen, was da auf uns zukommt. This is the story of two young guys, bound in friendship and in destiny. Ronald and Skinny, as often happened, went out for a picnic together to spend the day in the neighborhood countryside. Suddenly, Ronald pulled a couple of little plums out of his basket and gave one of them to his friend. Mmm, delicious. Deliciously lethal! Die Lache ist ja geil. Note how the slow motion makes everything more epic. The boy's corpse stayed there for hours, enveloped by blades of grass, until all of a sudden, something happened. A new spark was instilled in Skinny's body, reduced abruptly to a skeleton, and slammed him inside Ronald's wardrobe, cursed to watch over his friend for the rest of his days. Or at least until today, when our story starts. Okay. Wir sind also Skinny. Das passt ja. Morning, Sunshine. Hi, Nat. Forgive me, but I didn't sleep very well tonight. Are you sure you really want to talk to him? I have no other choice. He'll have a heart attack if you ask me, and he'll end up keeping you company in the wardrobe. I really hope not. So, ja, das Spiel hat also angefangen. Das ist schon mal, das Intro war schon mal der Hammer. Wir sind also Skinny, das ist dieses nette Skelett hier. Der arme Kerl, hat eine Pflaume gegessen, anscheinend irgendwie drauf reagiert. Ist dann gestorben und muss jetzt leider sein Leben in dem Schrank seines besten Kumpels verbringen, um über ihn zu wachen oder ähnliches. Ist schon mal sehr geil, dass er mit dem Eichhörnchen im Käfig reden kann. Gut, was haben wir denn hier? Weißt du, wo Ronald hin ist? Do you know where Ronald's gone? Everybody left a couple of hours ago, but I don't know where they went. They were all very nervous. I don't know why exactly. It'll be the usual sale at the mall. The Mother Superior must have straightened them up as usual. Okay, also sind alle weg. Wann hörst du bloß endlich auf, diese Dinger zu essen? When will you stop eating those things? Would you care for some, maybe? How many times do I have to tell you that I'm allergic to plums? Just looking at them, I'm getting hives. Man, you don't have any skin at all. And anyway, they're nuts. Otherwise, why would Ronald have given me this name? He probably just wanted to be... alternative. You're a lost cause. Okay. Hat Ronald denn noch nichts gesagt? Hasn't Ronald spoken yet? You should know that by now. He hasn't said a word since you died in front of his eyes. I don't want his soul to be damned forever. If that stubborn guy won't open his lips for himself, I'll take steps to loosen his tongue. Don't hurt him too much. Okay, also Ronald hat anscheinend seit dem Tod von Skinny nicht mehr gesprochen. Aber erstmal gehen wir aufs Klo. I have to run to the bathroom. All this excitement loosened my bladder. Ja, welche Blase. Aber ist okay. Alte Gewohnheiten sterben schlecht. I like this room. Start here then. Put the little pet in the van. In the meantime, I'll prepare the boxes in the living room. And don't do it like last time when you got hit by a car while loading the stuff. There are color books on the walls. But you don't even know which side a book opens on. I like colored books. Do you know what I don't like? Working for free to pay for broken things marked fragile. Do you understand? This carpet. It's soft as a marshmallow. I like marshmallows. Wer tut das nicht? I should have listened to my dad when he told me to be a florist. Ja, der Typ als Florist, kann man sich gut vorstellen. Ah, I really needed a shower. Yeah. Boss, it won't open.
Let's keep working on the ground floor then. In the meantime, I'll ask the lady about a key. I'm afraid this damn move will take longer than expected. Move? And what should I do now? Das ist eine sehr gute Frage. I'm coming. Apologies for the delay. I was late with a tutorial of another video game. Players are not what they used to be anymore. Let's cut to the chase. I'm here to explain the game controls to you. Well, I'm not interested. I'm not asking you, Skinny. Let your player decide. Ach, warum nicht? Ich finde ja schon, also die ganzen Details, die man hier findet, sind ja schon mal echt der Hammer. Ich meine, das Ding kommt mir verdammt bekannt vor. Ich weiß gerade nicht mehr, woher. Ist das das Board of Education? Irgendwie? Oder irgendwie aus SpongeBob? Keine Ahnung. So. Ja, wir wollen mal das Tutorial hören, oder? Perfect. Let's start with the basic commands. The mouse left click is used to move around your surroundings. When interacting with hotspots, holding the button and then releasing it on one of the available icons will perform the accompanying action. Try with the chainsaw. Ich will das nicht mit der Kettensäge probieren. Aber gut, so. Okay, wir können es ansehen, wir können es anpacken, also greifen. Und wir können Zahnräder austauschen mit der Kettensäge. Und damit reden. Ich rede mal mit der Kettensäge. Guck mal, was passiert. Surely you don't lack imagination. Skinny, don't be so aggressive. The player is still learning. Too bad intelligence can't be learned. There's obviously a better action. Let's get back to us. Now try to open the green satchel. Okay. So, open. Ich nehme an, das ist das hier. There is something inside the satchel. Try to pick it up. Sehr wohl. Stimme aus dem Off. So, das müsste dann das sein. Ma, there's gold in this here bag. Ah, no. It's just pyrite. Don't be fooled by appearances. It could be more useful than you can imagine. Katzengold, for some hotspots, there's only one action available, so a left click with your mouse will be enough. Try to check out the bin. So, da steht schon öffnen rüber, deswegen kann man da einfach nur links klicken drauf. Was this really necessary? The player asked for our help. It's important to learn the game controls. Now let's take a look at multiple choice dialogues. We already saw them on our own. These constant delays are an embarrassing. Well, what else? Holding the central button of the mouse or pressing space, you'll see all of the hotspots with which you can interact. With the mouse wheel or pressing tab, you'll open and close the inventory. That's all. And now if you'll excuse me, I'm in a rush and I've got to go. Is that it? I never saw such a sloppy tutorial. You're right. It's just that I'm busy like you wouldn't believe. See you soon. Okay. So, Errungenschaft freigeschaltet. Dreieck. So, ich drück mal Leertaste. Oh, ja, doch, eine ganze Menge. Gut, ja, Point and Click, ne? Dann pointen wir mal und klicken wir mal. So, das Medizinschränkchen aufmachen. Oh, nee, komm, ernsthaft, das war... Ah, die Dinger, so ein Ding hatte ich auch mal früher. Okay. Drücken, Pillen... Ich versuche mal die Tipps so wenig wie möglich zu benutzen. Erst wenn ich meine, ich finde nichts mehr, dann drücke ich mal drauf. So, wir machen erstmal, drücken wir jetzt mal hier drauf. So. Ja, sehr schön. das war sinnvoll vielleicht. Berühren. Es wackelt. Nochmal. Ah, wie es wackelt. So, Pillen. Gucken wir doch mal rein. The psych meds of Cousin Jason. Come to think of it, we've suddenly lost track of him. Okay, anscheinend hat er seine Pillen nicht weitergenommen. Die nehmen wir doch mal mit, ne? So, dann haben wir hier einen Rasierapparat. I don't know what's more disgusting, this or the hair removal strips of Ronald's mother. Ja, das kann ich bestätigen. Not worth it. Okay. What am I supposed to shave? Besides, this isn't exactly the height of hygiene. Das ist korrekt. Kann man damit reden? Must control stupid out of body urges. Ich mag das Spiel jetzt schon, das ist so schön. So, jetzt drücke ich mal drauf, das haben wir gemacht. Okay, können wir zurück. Klospülung, gucken wir uns mal an. There will be no peace for our quiet time. Was war das? Thron der Macht. Ah, nice. So, ziehen wir mal ab.
Was zum Teufel? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Ah, aber netter Effekt. Bonsai! Have you seen, boss? I opened the door. Bravo, well done. But now let's go, it's lunchtime. I like eating. Then come on, move. Das ist echt zu schön. What a blow. Die Ninja Turtles und Splinter. Ah, da oben spielen zwei Skelette Karten, herrlich. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein paar Schnecken oder sowas. Könnten auch die Crab People sein. Lasagne. Ist etwa Garfield auch noch hier unten. So, Steuerungsanlage. Steuerungsanlage? I guess it's the control unit of the neighborhood traffic light system. I find it curious that it's down here. I'd have imagined it on a pole or something like that. Ja, das, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen hier. Thug Life, ja, das passt schon mal ganz gut. Kann man da. Maybe pulling out some high voltage wires would not be the best idea you've ever had. But alas, not the worst either. Ja, das ist korrekt, weil du bist ja ein Skelett. Da kann nichts passieren. Ja, ich. Schnur. Ja, was. Hier. Pass mal auf, ich versuche mal mit dem Krokodil. Ne, erstmal gucken wir uns an. Hi. Hi, little bag of bones. Bitte nicht fressen. Please don't eat me. As skinny as you are, you wouldn't even be useful for chicken stock. Hey, excuse me if I care about my figure. So, du siehst nicht so gut aus. Wie geht's denn so? You don't look too good. How are you? I have an unbearable pain in my tooth. Something must be stuck in it. Would you like to take a look at it? Fine. That's okay. There's something in there indeed, but I don't think I can remove it with my bare hands. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas suchen, damit wir dem Krokodil da helfen können. Das machen wir gleich. Im Grunde des Herzens bist du doch sicher ein netter Kerl, oder? I'm sure you're a really nice guy at heart, right? Actually, I just escaped from a maximum security prison for reptiles. I was locked up because I slit the throats of my neighbors with a fishbone. They were too loud, and I couldn't sleep. I promise I will never do anything to upset you. I'm just messing with you, stupid bag of bones. You're not funny at all. Ja, wir sehen uns. See you around. Besser ist das. So, haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir hier noch einen Rucksack. Ja, ja, der hat Zahnschmerzen. Okay, wir haben hier eine Schnur. Not exactly the luckiest fishing trip I've ever seen. Die schnappen wir uns doch einfach mal. Da haben wir schon mal einen Haken mit einer Schnur, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Krokodil funktionieren wird. Kann ich hier vielleicht irgendwas mit. I won't deny that idea could be funny, but I don't think the people on the street would appreciate the humor. Man weiß ja nie, ne? So. Rinnsal, gucken wir uns mal an. Just like at the water park, only with different bacteria. Naja, nicht ganz so different manchmal. Können wir hier irgendwas machen? I have water in my hand. Irre! And now I have the first stage of rheumatism. Das Einzige, was im Skelett schaden kann, ne? If by any chance you're asking me to drink it, well, don't count on it. Ja, das, nee, das muss auch nicht unbedingt sein. So, Parkour, was haben wir hier Schönes? This timed parking thing has turned into a real scourge. Okay. To do that, I would need a crowbar and a good lawyer. Crowbar haben wir natürlich noch nicht. Ein Riesenmagnet ist schon mal spannend. My whip is still parked in the wardrobe. Okay. Damit sprechen können wir natürlich auch nicht. Hello, McFly. Anybody home? Ach ja, ich mag das Spiel. Herrlich. I'd say it speaks for itself. Ja, ein Riesenmagnet halt. Let's move on and accept it's just part of the scenery. Aber ich möchte mitnehmen. Once again, physics is against me. Nee. Okay. Meister Splinter lassen wir mal da hängen. So, was haben wir denn hier noch? Wand. Wand ist gut, vielleicht. It seems pretty battered.
Und jeder Spieler weiß, was man mit einer Wand macht, in der Riss. Ratatouille. Oh, schön. So. Sometimes I'd like to be on the other side of the screen to make you do foolish things. Ja, das war der Klassiker im Videospielen. So, gehen wir rein. Was haben wir denn an T-Rex? Okay. Die Mona Lisa steht hier. Das ist hoffentlich nicht die echte. So, wir haben einen Schweißbrenner. So, gucken wir mal den T-Rex an. The T-Rex Cowboy, undisputed ruler of the very Wild West until the end of the Cretaceous period. Okay. Kann man denn vielleicht mit dem sprechen? It would have been interesting to ask him how he managed to extract his revolver from the holster. Keine Arme, keine Kekse. Scheiße für die T-Rexes. So, da steht auch noch Hedwig. Okay, was kann man mit dem Schweißbrenner machen? My grandpa worked in a factory welding vehicle body parts. I remember that on his deathbed and completely blind already, he mistook the blowtorch tube for my grandma's arm. Oops. May he rest in peace. Ja, das Ouchen. Das X markiert niemals die Stelle. There's still some gas in it if one day you ever decide to follow in the footsteps of my grandpa. Okay. There's still some gas. Ach so, haben wir ja schon gemacht. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir mal die Truhe. Was zum... Okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ist auch schön. Ice Age. Mhm. Was haben wir hier noch? Keuschheitsgürtel mit einem toten Hühnchen drin. Pay or you're dead. Okay, das ist eine klare Ansage. Wir machen mal die Music Box erstmal. Now I understand the electricity bills with all the zeros at the end. It would look great in the living room, but I don't have the muscles I used to. Okay. Oh yeah. Groovy. Aha. Yeah. Das ist ein... So. Judging from all the dust and the boyish look of the barman, I'm betting this has seen better days. Ja. Können wir vielleicht mitnehmen? Ja, wir können mitnehmen. Super. Ein Krug. And this is why we complain about youth unemployment. Nice place you have here. Ja, der hat nicht viel zu sagen. Warst du mit Tutanchamun verwandt? Were you and Tutankhamun relatives? No, it's because I see a strong resemblance. Maybe it's the nose. I could have sworn it, you know that? Hattest du einen Unfall mit der Katze? Did you have an accident with the cat? You must have really driven it mad to need all those bandages. Oh. Schon klar, du bist ein tibetanischer Mönch, der ein Schweigegelübde abgelegt hat. I got it. You're a Tibetan monk under a vow of silence. Damn it, I was sure I was right this time. Warst du einer der Wachen? Were you one of the Queen's guards? You won't confirm or deny it, I understand. Ja, dann fehlt dir auch der Hut. So. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du echt gut zuhören kannst? Has anyone ever told you you're really good at listening? Seriously, don't be so modest. I would stay and chat with you for hours, but I wouldn't presume to impose upon your time. Wir schauen mal weiter erstmal. Keuschheitsgürtel. Cock-a-doodle, don't. Okay. You'll never know what I hide under my inventory. Never. Ja. It seems to me that it's done its job all too well until now. Okay. So, damit reden können wir mit Sicherheit nicht. Das bringt auch nichts. Ich möchte ganz gerne die Musikbox mal wieder irgendwie... Die kann man durchschalten. Das ist ja cool. Okay. Bevor wir jetzt da hochgehen, ich möchte mal ganz kurz nochmal zurück und nochmal wegen hier Leertaste und so, das habe ich gerade vergessen. Obwohl ich es noch angekündigt habe. Rennen wir erstmal zurück zu unserem Freund, dem Krokodil. Könnte auch ein Alligator sein. Hahaha. Oh Gott. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Alien-Gerät. Hole to another universe. Habe ich gerade auch nicht gesehen. Gut. Da haben wir alles abgearbeitet. Ihmchen müssen wir immer noch helfen mit dem Zahnschmerz. Vielleicht kann man ja mal hier, warte mal. Angelschnur. Mit Krokodil vielleicht?
I'm afraid flossing wouldn't be enough. Okay, das hat nichts gebracht. Die Pillen, also können wir mit Sicherheit irgendwas nachher vermischen und dann irgendwem verabreichen. So, dann gucken wir hier nochmal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Da geht's noch nach oben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte erstmal hier in der Bar nochmal schauen. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. That's where that door led. And for all these years, nobody ever bothered to force it. Okay. Ich habe gerade noch was gesehen, das wollte ich euch kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Kennt ihr den? Das ist der kleine Dino vom Firefox, wenn der Internet mal wieder nicht funktioniert. So, okay. Facebook-Guy. Das ist doch nicht schlecht. Okay, Anhalter Hans. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Roland wieder im Haus unterwegs. Das sieht sehr gepflegt aus, alles hier. Da schwimmen wir, Skinny schwimmt da irgendwie rum auf dem Gemälde. Das verstehe ich gerade nicht. Wir gucken erstmal den Roboter an. He seems to be a bit short on energy. Hi, little robot. C1 is not programmed to talk. But you just did it. C1 is not programmed to explain itself. Was ist, wenn ich dir die Batterien rausnehme? What if I took out your batteries? Would you still be in the mood to show such attitude? C1 is programmed to run on solar energy. Don't provoke me, or I'll hit you with a hammer. Du siehst ganz schön fertig aus. You're looking worse for wear. C1 isn't tired. C1 is running data. Why don't you turn tail in the meantime? If those two catch you, you'll end up in a box, you know that? C1 is not programmed to do it. Are you telling me you can't do two things at the same time? C1 hasn't got the updated firmware. Right, everybody says that. Klassische Ausrede. Beep, beep, bzz, bzz, beep, beep. Beep, beep, bzz, bzz, beep, beep. C1 finds this really insulting. C1 has had it up to his valves with you. Come on, don't be so salty. Don't forget we applied for a PEGI 3 rating. Be careful what you say. Okay. Ist das Spiel auf 6? Weiß ich gar nicht. Was ist denn mit den drei Gesetzen der Robotik? Ah, ja, ja, ja. What about the three laws of robotics? C1 thinks you've seen too many sci-fi movies. C1 could easily pierce your skull with a laser beam and use it as a bowling ball if he wanted to. I'll keep that in mind. Thanks for the clarification. Okay, das ist ein bisschen gefährlich. So, viel Glück mit deinen Berechnungen. Wir sind weg. Good luck with your calculations. Jo, was haben wir noch? Fliegenpapier. Maybe it's anti-aesthetic. But it's certainly effective. Ja, können wir das vielleicht mitnehmen? I don't want to end up like those who were here before me. Okay. I don't see how it could be useful to me. Unless you're a fly. Gut, das bringt also offensichtlich nichts. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir? Sarg? As unbelievable as this sounds, Ronald's father bought it years ago in anticipation of his own funeral. He found it on sale at a mortuary fair. He won't be happy at all when he finds out those morons have damaged it. Was sind das für Viecher, die aus Kartons rausgucken? Da sind das so Sockentiere oder? Ew. So. Get me a freight elevator and I won't let you down. Okay. I've been brought back to life. Deal with it. Ja, das Ding ist wohl zu schwer zu mitnehmen. Können wir damit sprechen? Do you think you're funny? Manchmal. Man weiß nie. Ist auch schön hier mit dem Like und der Granate unten drunter. Wecker. It's the old alarm clock Ronald used when he was a small child. Didn't think he still had it. Kann man den vielleicht... Nein, nein, nein. Wir wollen hier. Mitnehmen können wir den schon mal. Prima. Dann haben wir wieder ein Item mehr, was wir uns später mal vielleicht nutzbar machen können. It's a hard life for hitchhikers. Ja. I really have to ask you this. Looking for a lift to the ninth underworld? Nicht wirklich. Aber danke für das Angebot. Zeno has always been an introverted guy, but I consider him a dear friend. I rarely saw him not holding a novel. Never seen such a passion for books. Okay, ein Leser. Don't be afraid of the outside world, Zeno. I understand perfectly how you feel. Gut, so, mit dem Raum sollten wir eigentlich durch sein. Was haben wir euch ja alles erwischt? Gut, wir gehen erstmal wieder Richtung hier. Ich vermute, dass da das Zimmer von
Oder auch nicht. Oh Gott, Mahlzeit. So, hier haben wir... Ja, so sehen keine Erdbeerpflanzen aus normalerweise. Eine Riesenpflaume, Speerfisch, gucken wir jetzt mal die Riesenpflaume, guck mal das hier. Are you familiar with Superman and Kryptonite? Right, that's nothing compared to my allergic anaphylactic shock. Okay. Die beiden sind ja hier am Essen, ich nehme an, nicht an, dass wir das mitnehmen können. This is a request you'll have to put forward to my lawyer. Okay. I've done more than enough with the plums, thank you. Alles klar. The trophy of a fishing trip. An unequal contest, one with firecrackers and nail guns. Undoubtedly, this is the manliest thing Ronald's father has ever done. Okay. Ich meine, der Korken voll drauf ist auch eine feine Sache. Better not rub it in. Alles klar. Gut. Die beiden sind am Speisen, das heißt, sie kommen im Augenblick wahrscheinlich auch nicht rein. Schwert? Legend has it that when Ronald's father is able to pull it out from the floor, it'll finally be him wearing the pants in the family. Actually, it would be useless anyway, but he doesn't know that. Okay. Nobody can get it out, as it seems to be stuck in the plumbing of the town's water supply. Oh, the mayor has even declared it a criminal offense just to attempt to force it out. Deswegen auch die Absperrung. Wenn man das Schwert zieht, macht's ein bisschen Schwierigkeiten. That blade is so blunt that Ronald's mother can't even cut the bread for sandwiches with it. Okay, so, das heißt, wir sind prinzipiell, habe ich alles erwischt. Den Moai noch. Moai, ach guck mal, hier ist eine Ameisenstraße vom Mittagessen. Das haben wir, da komme ich gerade wahrscheinlich auch nicht rein. Gucken wir erstmal den Moai an. A little souvenir from Easter Island. We had some trouble at customs, but it was worth it. Ja, das ist schon respektabel, dass man sowas im Flugzeug mitbringen kann. These Moai are so vain and used to cameras nowadays, they've started posing with duckface. Stimmt. Woe is us. Stimmt. Gar nicht gemerkt. Das war schon so lange gewöhnt. Not while that massive plum blocks the door. Ah, okay. Not to mention the movers. I almost forgot about them. Ja, stimmt. Gut, wir gehen jetzt zurück. Und dann vielleicht mal in die Küche. Ist das die Küche? Könnte sein. Surely someone could give a good cleaning around here once in a while. Was ist denn hier passiert? Okay. Salvador Dali vielleicht? How I Met Your Mother. Das blaue Horn und der Schirm. Super. Das ist, das typische Handschuh-Hand-Mac, glaube ich, ist das, ne? Keine Ahnung. Hab kein Mac. So, da Kung Fu Panda vielleicht. Becoming a vegetarian is a huge missed stake. Ah, oh Gott. Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Toter Daddy. Guck mal, es dir mal an. He was gunned down by a barrage of point-blank peas, and they say vegetables are good for your health. Okay. I'm cold, John. Teddy, it's Skinny. Hold on, my friend. John, where are you, John? I can't see you, John. I'm here, mate. It's Skinny. It's all dark in here, John. Please don't die, Teddy. Keep holding on. It'll be okay. Teddy? Teddy, answer me! Gott, ist das makaber. No! Teddy! Anyway, it's Skinny. Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Was ist denn mit dem Umriss? When Ronald moved into this house, the forensic guys had just unsealed the kitchen. When the investigation was closed, his parents decided to leave the outline of the body on the table. I have to admit that it gives an extra kick to breakfast, though. Also die Familie scheint ja schon ein bisschen crazy zu sein. Better not contaminate the crime scene. You can't imagine how hard it is to get coffee stains out without smearing the chalk. Was auch mitnehmen. I once tried to lay down there, a really uncomfortable position to die in. Okay. So, Z8. Ach, ist das nicht dieses Haussystem, dieses intelligente? It's a big computer brain able to monitor all the household appliances to prevent domestic accidents. Genau. Computer, update. Computer, update. The situation is under control, sir. There are no circumstances that could jeopardize the bystander's safety or the correct operation of home devices. Well done, soldier. At ease. Wow. Computer, deactivate. Computer, deactivate. Negative, sir. I can't disregard the duties for which I've been assembled, sir. Are you refusing to execute one of my orders, soldier? I'm sorry, sir. I can't do differently, sir. Yes, sir.
Computer, detailliertes Arbeitsprotokoll. Computer, detailed work history. 2 years, 2 months, and 21 days of duty, sir. 9 accidents, 24 household mishaps, 5 fires prevented, sir. And what about the time you almost killed the cat? You smoked some of the herbs in the living room, didn't you, soldier? I'm embarrassed for what happened, sir. Sorry again, sir. Yeah, Kräuter, hm? Computer, recall origin of service. I'm here due to a fire caused by the combustion of red-hot oil from a pan with some water. A mammoth blaze indeed, soldier. 4 fire trucks, 2 ambulances, 1 FBI unit rushed in a matter of 10 minutes, sir. And a team of Doctors Without Borders, which, alarmed by the general mayhem, deemed fit to show its support. Alles klar. Computer, weggetreten. Computer, dismiss. So sieht's mal aus. Okay, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Probieren. I never tasted anything so delicious. Gleich nochmal. I never tasted anything so delicious. Okay, ich hatte so kleine Hoffnung, dass vielleicht noch was anderes kommt jetzt. Die Figuren kennt man auch irgendwo her. Ist das nicht irgendwie aus auch Pop Art oder sowas? Schlag mich nicht. Öffnen! Schließen! Öffnen! Schließen! Öffnen! Schließen! Öffnen! Schließen! Öffnen! Schließen! Lalalala. So. Lass mal die ruhig mal offen. Da oben ist noch ein Feuermelder. Frühstücksblochen. Kaboom! Kommt mir auch bekannt vor. Kaboom Cereal! An explosion of energy in your stomach. Literally. I don't need it. Better leave it alone. Schade. I stopped eating it. I find it a bit heavy. Ja. Okay, das Huhn mit den goldenen Eiern ist auch ganz nett auf der Ranke. Müll. A couple of pots, some ladles and jars with spices of dubious geographical origin. Mhm. How did this get in here? Ah, ein Diktiergerät. When we were kids, Ronald and I played rock stars. Me on the pots, him on the pans. We were such a disaster. Das ist normal. Kann man mit dem Müll reden? When will you stop with such foolishness? Ja, hätte ja sein können, Entschuldigung, Skinny. So. Können wir damit irgendwas machen? Können wir das irgendwie vielleicht anhören? Nö. Okay, dann wollen wir erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Oh, Notizen. Die wären auch beinahe durchgegangen. Calling them post-its is an understatement. They're more like threatening messages that Ronald's mother leaves for her husband when she goes to work. Like, I don't know, let's see. No, this is too degrading. Better avoid. With this one, I think there might be grounds to sue. Okay, that's readable. Don't forget to pick up the clothes at the cleaners or you'll be the one hung out to dry. That's amore. Yep. I don't think it's a good idea. The post-its are placed according to a very particular color-coded scheme. Better not risk getting caught up in the fury of Ronald's mother. Ja, ist vielleicht gesünder. Teddy haben wir gesprochen, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Probieren. Umriss. Haben wir was im Inventar, was wir da reinwerfen können? Pyrit in Mikrowelle. I don't understand what you're trying to get at. Blitze und Funken. Okay, dann haben wir den Raum auch. Cherries or die. Fertig. Und ich würde mal sagen, maybe something important. Wir werden mal an dieser Stelle die Folge beenden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.